ihr Hübschen, heute zeige ich euch eine tolle Empfehlung. Das ist jetzt kein Rezept, aber eine Empfehlung, die ich persönlich liebe. Ich liebe Knoblauch in meinem Essen. Es muss manchmal sehr schnell gehen und ich mache mir ein tolles Knoblauchöl. Das heißt, ich mache gleich hier die Knollen auf, tue sie mir zurechtschneiden, lege sie quasi in Öl und ganz wichtig auch Salz. Diese ganze Masse darf ruhig ein bisschen salzig sein. Das Salz hilft auch, dass es quasi konserviert. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist auch viel Salz, aber wie gesagt, das ist wichtig. So habt ihr immer Knoblauch im Glas oder in der Schale. Könnt ihr das im Kühlschrank lagern. Ganz, ganz toll. Das heißt, wenn ihr was kocht, müsst ihr keinen Knoblauch mehr klein schneiden, keinen mehr hacken, keinen mehr schälen, sondern ihr nehmt euch da immer einen Löffel raus, könnt es direkt in die Pfanne geben und loslegen. Sehr, sehr praktisch. Vom Öl, das ist bei mir heute ein Rapsöl, funktioniert auch super mit Olivenöl, aber Olivenöl wird im Kühlschrank ein bisschen fester von der Konsistenz, aber auch nicht schlimm, weil ihr könnt euch da, wie gesagt, einen Löffel rausholen und durch das Hitze in der Pfanne wird es sowieso schmelzen. Also Rapsöl oder Olivenöl würde ich euch da empfehlen. So, also wir starten. Hier muss ich erstmal alles schön schälen. So, 10 Minuten später, hier habe ich alles schön geschält. Sieht viel aus, aber ich finde, wenn man sich die Arbeit macht und die Mühe macht, lohnt sich gleich eine große Portion. Wie gesagt, das ist wochenlang, wenn nicht sogar Monate lang halt beim Kühlschrank, weil da, wie gesagt, Öl und Salz, da passiert wirklich nicht. Nur wichtig, immer sich mit einem sauberen Löffel was rausholen. Jetzt nehme ich meinen Knoblauch und schneide ihn für mich in meine gewünschte Größe, wie ich es gerne im Essen habe. Ihr könnt ihn entweder reiben, klein schneiden oder auch pressen. Aber ich empfehle euch am besten klein schneiden oder reiben. Ja, weil wie gesagt, wenn ihr schön klein macht, durch das Anbraten und mit den anderen Zutaten, was ihr damit zaubern wollt, merkt man es dann auch nicht mehr. Also das heißt jetzt für mich klein schneiden und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, ich bin fertig. So sieht's aus. Ich habe es mir schon gleich in mein gewünschtes Glas reingegeben. Glas, Behälter, Tuba, wo ihr wollt. Ich habe es schön klein gemacht. Ich habe mir natürlich ein bisschen eine kleine Küchenhilfe genommen. Das war jetzt auch in 5 Minuten schön klein gemacht. Aber da muss ich hier immer aufpassen, wegen Thema Werbung. Also wenn ihr eine kleine Küchenhilfe habt, benutzt damit oder wie gesagt einfach klein schneiden. Aber dann passt bitte auf mit den Händen, zieht Handschuhe an, nicht, dass ihr euch dann an die Hände verletzt. Hier kommt jetzt mein ganzes Salz rein. Das verrühre ich jetzt einfach nur so ganz grob, dass auch alles schön nach unten kommt. Und jetzt gebe ich so viel Öl rein, bis mein Glas bedeckt ist. Ja, das mache ich jetzt, bis mein Glas bedeckt ist. Da gibt es von der Mengenangabe kein Falsch. Ihr müsst gucken, in welchen Behälter ihr das reinpackt. Einfach, dass das Glas schön voll mit Öl ist. Ja, das mache ich jetzt fertig. Und dann ist das schon erledigt. So, ich bin fertig. So sieht es aus. Mein Öl ist jetzt bis oben voll. Also es soll richtig schön in Öl schwimmen. Aber es wird sich sowieso hier später ein bisschen runtersetzen. Und wie gesagt, mit dem Salz, ganz, ganz wichtig, macht es auf jeden Fall rein. Weil das hilft auf jeden Fall zum Konservieren. So, das war schon. Das mache ich jetzt in den Deckel zu. Dann kommt das in den Kühlschrank. Und wenn ich jetzt was koche, nehme ich mir einfach einen Teelöffel bis Esslöffel raus. Je nachdem, was ich mache, wie viel Knoblauch ich haben will. Und dann lege ich los. Ihr müsst nichts mehr schneiden, nichts mehr schälen. Ihr habt keine Stinkefinger mehr. Ihr macht euch einmal die Arbeit und habt immer frischen Knoblauch im Kühlschrank da. Ja, sehr zu empfehlen. Ich liebe es. Also ihr Lieben, viel Spaß beim Nachmachen. Und bleibt mir alle gesund und munter. So, sorry, ich wollte mich nochmal melden. Ich habe natürlich jetzt versucht, schön wie es geht, ein Foto zu machen. Ich habe auch jetzt nochmal mehr gemacht, weil ich auch was verschenken möchte. Zu dem Öl. Natürlich, ihr könnt welches Öl nehmen, welches ihr wollt. Das heißt, ihr könnt auch Sonnenblumenöl nehmen, Rapsöl, Olivenöl, Kokosöl. Also, sorry wegen meiner Aussage. Nehmt das Öl, was ihr gerne benutzt. Bei Olivenöl habe ich auch schon gemacht, wird es halt im Kühlschrank ein bisschen fester. Was mich persönlich ja nicht stört, weil ich nehme mir dann einen Löffel raus, auch wenn es dann ein bisschen dicker ist von der Konsistenz. Aber in der Pfanne durch die Hitze wird es sowieso wieder zerschmelzen. Ja, also nehmt das Öl, was ihr gerne mögt. Und ihr seht, es ist auch super toll zum Verschenken. Wenn ihr auch ein Essen habt, was ihr fertig gekocht habt, so ein bisschen von dem Öl draufträufeln, so habt ihr ein bisschen
Ölgeschmack zum Kochen, nimmt dann dieses Stücke von hier unten. Also Hammer, Hammer, eine große Empfehlung. Und wie gesagt, auch super schön finde ich als Geschenkidee zum Verschenken. Ja, aber das wird jetzt wieder umgefüllt in meine Dose. Hoppala, die zwei werden verschenkt, das wird wieder umgefüllt und so habe ich immer Knoblauch da. Ich muss, wie gesagt, nichts mehr klein schneiden, nichts mehr hacken, ich habe keine Stinkefinger mehr. Ich hole mir immer was hier aus dieser Masse und kann dann mein Rezept kochen, was ich damit kochen will. Also, bis dann jetzt. Ach, ihr Lieben, was ich noch erwähnen wollte, tut mir so leid. Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe. Da natürlich hier Salz drinne ist, wenn ihr was kocht, erstmal mit dem Salz natürlich vorsichtig sein. Ja, weil hier ist natürlich Salz drinne. Das heißt, erstmal egal, Pasta, Bolognese, vorsichtig mit dem Salz abschmecken. Ich meine, ihr wisst, nachsalzen geht immer. Ja, das wollte ich nochmal erwähnen. Und so sieht's aus. Ein Glas ist für mich, das kommt in den Kühlschrank und das wird verschenkt. Und ich kann jemanden glücklich machen und ich muss sagen, ich bin sowieso glücklich. Das erleichtert mich ganz, also es erleichtert mir sehr viel. Also bis dann jetzt.